Ja, hallo, liebe Freunde des gepflegten Erzählelektronik-Bastelns. Ich mache mal wieder ein kleines Follow-up zu der Shuttle-Steuerung, zu dieser Doppel-Shuttle-Steuerung. Da gab es die Frage, ob es nicht auch möglich ist, diese Shuttle-Steuerung mit alter RC-Technik zu verbinden. Und ja, nach ein bisschen Überlegen habe ich mir gedacht, dass das ja eigentlich gar nicht kompliziert ist und habe jetzt hier Folgendes aufgebaut. Also, nach wie vor haben wir hier einen Express-LRS-Empfänger. Das ist jetzt noch so, weil ich werde auch noch zeigen, wie das dann ohne geht, beziehungsweise ohne die Konfiguration über einen Express-LRS-Sender. Jetzt habe ich hier drauf gedrückt, das wollte ich eigentlich gar nicht. Gehe ich mal wieder zurück. Genau, also momentan haben wir hier noch den Express-LRS-Empfänger angeschlossen und das funktioniert auch noch ganz normal. Dann also hier schön das Servo im Kreis fahren lassen. Jetzt lege ich den mal an die Seite und wir schauen mal hier hin. Da habe ich tatsächlich jetzt einen 40 MHz-Empfänger angeschlossen an diesen Eingang hier oben von der Shuttle-Steuerung. Das ist ein Corona RP8D1 ohne Gehäuse. Ganz einfach deswegen, damit man die LED hier besser blinken sieht. Der ist also jetzt angeschlossen, hat aber kein Signal, denn ich habe die Graupner Varioprop, die hier auch noch auf dem Tisch liegt, die habe ich noch gar nicht angeschaltet. Und das wollen wir jetzt mal tun. Aber bevor wir das machen, muss ich sozusagen die Konfiguration hier ändern. Auf der Shuttle-Steuerung gibt es nämlich jetzt einen zusätzlichen Menüpunkt, welcher Datenstrom jetzt hier für die Steuerung benutzt werden soll. Und hier steht momentan CRSF. Und das können wir umändern in Puls. Denn fährt das Servo da so ein bisschen schief. Das sind jetzt erstmal die Fail-Safe-Werte, die hier eingestellt sind in dem Corona. Hier tut sich jetzt nichts mehr. Ich kann also die Radio Master an die Seite legen. Und ich rücke mal hier die Varioprop ein bisschen mehr ins Bild und die schalte ich jetzt mal ein. Und dann sieht man, dass der Empfänger jetzt hier offensichtlich ein Signal empfängt. Und wie bei 40 MHz-Technik üblich, fängt das Servo ein bisschen an zu zappeln. Aber immerhin kann man also hier jetzt auch das Servo im Kreis fahren lassen. Mit dem anderen müsste das eigentlich auch gehen. Ach so, und den Motor sieht man nicht, glaube ich. Der Motor funktioniert natürlich auch. Genau, der andere Steller, den habe ich jetzt hier nicht mehr angeschlossen, sonst wird es mir zu eng hier auf dem Basteltisch. Genau, das zappelt hier ein bisschen. Die Potis, die sind auch schon ein bisschen sehr schlecht von meiner Varioprop. Genau, gut, das war das kleine Update und beim nächsten Mal geht es darum, wie kann ich die Konfiguration, die ich bislang hier noch über die Radio Master gemacht habe, wie kann ich die dann über den PC durchführen? Und das ist eigentlich auch ganz tricky und ganz einfach. Und das gibt es aber dann erst in der nächsten Folge. Was war das jetzt? Ah ja. Da hat die Zappelei dazu geführt, dass das Shuttle sozusagen sich einmal um 180 Grad gedreht hat. Nun gut, okay. Ja, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.